Hallo und herzlich willkommen zurück zu Diablo 2 Lord of Destruction im Stummfilmformat ohne Text. Es geht weiter. Ja, wie so oft, habe ich schon öfter gesagt. Jo, und ihr habt es ja leider mitgekriegt das letzte Mal, also hier irgendwie mit Text und Gesprächen, da läuft hier gar nichts. Und ich kann nichts dafür, kann man nicht ändern, aber wir sollen hier die Soldaten im Eishochland finden, wahrscheinlich verbündete Soldaten, würde ich vermuten. Ja, und da würde ich sagen, gehen wir da mal hin. Wir sind ja bei dem Kapitel noch sehr am Anfang. Also da geht's wieder bis ganz nach unten. Weltsteinturm. Das klingt so bedeutungsschwanger und wir haben keine Ahnung, was abgeht. Naja. So. Genau, weil da unten haben wir das letzte Mal den Schlachtenführer, den Schenk, platt gemacht und diverse Katapulte und da waren auch Barbaren, die uns geholfen haben. Die meisten sind gestorben. Was seid ihr denn? Dämonenkobolde. Pfui! Und ein Boss natürlich gleich mal. Was? Eldritch der Richter. Okay. Ja, die Monster sind wie beim letzten Mal eigentlich keine so große Herausforderung irgendwie. Da war es in der Hölle schwieriger im Hauptspiel. Na. Ist ja gut. Die kratzen mich kaum an. Flamberg. Ich kann was? Nicht schon voll? Tragen. Hatte ich so viel Kram dabei? Naja, gut, zwei magische Gegenstände, ja, die liefere ich ab, wenn ich den nächsten magischen Gegenstand finde. Den normalen Kram lasse ich jetzt mal wieder liegen. Zerquetscher, Alter. Sieht ja gar nicht so freundlich aus. Macht auch mehr Schaden. Ja, und hier haben wir einen magischen Brustpanzer. Dank des magischen Brustpanzers werden wir wohl jetzt doch gleich in die Stadt zurückkehren. Oder in die Festung, oder wie auch immer man das nennen mag. Na, Leute. Dämonenhalunke. So, und die verlieren viel mehr starke Heiltränke, obwohl sie selbst gar nicht so stark sind. So, schwupptsch. Harrogott. Erstmal den Kain, wie auch immer, aufsuchen. The Daggert. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Dafür habe ich immer noch keine Zeit, Alter. So, Mr. Lazuk muss reparieren. (lacht) 10 bis 36, 17 bis 34. Na, da fällt mir die Wahl ziemlich leicht, was ich behalte. Gut. Eigentlich viel zu viele Heiltränke. Aber naja, es kann ja vielleicht auch schnell viel härter werden. So, Brustpanzer. Na? Keiner mehr hier? Sind die alle schon zu uns gekommen? Ah, da! Was haben die Sklaven für ein Gesicht? Das sieht aus wie so ein komischer, bescheuerter kleiner Schmelzofen. Alter! Was? Hockt da drauf wie so ein totaler Idiot. Was? Hütte des Dämons? Was? Das Add-on flasht mich gerade total, weil das irgendwie so absurd wirkt. Dabei habe ich doch noch gar nicht viel Milch getrunken heute. Die Zerquetscher, da haben sie sich aber auch so ein bisschen vom Rancor inspirieren lassen, oder nicht? Oder irgendwelchen Herr der Ringe-Viechern. Ich habe das Lied noch nie gehört. Na. Müssen die aussehen wie so totale Vollidioten? Tut mir leid, für mich sehen die einfach so aus und ich drücke die ganze Zeit auf die falsche Taste. Vielleicht habe ich einen Malus auf Genauigkeit. Yay, Heiltrank. Tja, noch mehr Kram.
Kriegszepter. Paladin only, ne? Und am Ende ist es trotzdem Müll. Na, wer kommt denn da raus? Suddenly, a skeleton pops out. Wie in so einem schlechten alten Horrorfilm oder so, keine Ahnung, Gänsehaut. Ah, lass doch das mit dem Feuer. Obwohl, es bringt ihnen auch nicht viel. Ah. Okay, teleportieren können die sich auch. Bringt ihnen bloß auch nichts. Da brennt's. Warum brennt's da? Oh. Hier sind mehr von den Teleportviechern. Die könnten nervig sein. Der da oben auf dem Berg, der macht bestimmt gleich wieder seinen Feueranfall. Der da oben auf dem Turm natürlich. Komm mal. Kommst du. Gegengift. Dämonenkobold. Ups, jetzt habe ich aus Versehen den Brunnen aktiviert. Wollte ich noch gar nicht. Aber was soll's. Hier braucht man eh keine Taktik. Warum kann ich den durch die Mauer durchtreffen? Muss ich das verstehen? Nein. Es ist Diablo. Versuche es nicht zu verstehen. Töte Monster und sei glücklich. Hoppala. Und dann steht hier so ein einsamer Mr. Slave rum. Auf dem Turm hat keiner drauf gestanden. Ach, da kann ich jetzt aber auch nicht durch. Ich will da rüber. Gemeinheit. Sperren die mich einfach aus. So, Leute. Ach, wieder so ein Katapult. Wer es nicht gemerkt hat, ich spreche das absichtlich falsch aus. Wer schon mal Mel Brooks, die verrückte Geschichte der Welt, gesehen hat, der weiß warum. Och nein, so Selbstmörder. Können die sich nicht von weiter hinten selbst mördern? Shabari, pass auf, sie können uns nicht gefährlich werden. Ah, die Selbstmörder muss man nur schnell genug ausschalten, okay? Na, klappt nicht immer, aber ist mal... Das sieht jetzt wieder aus, der Schenk, der war doch genauso, oder nicht? Oh mein Gott, steck deinen blauen Arsch weg! Verdammte Kacke, sowas wollte ich heute Abend nicht mehr sehen. Vielleicht einen hübschen, leicht rundlichen Arsch einer wunderhübschen Dame. Scheiße, renn weg, Gernot! Und ich sag noch, pass mit dem Feuer auf. Naja, die dürfen auch mal ruhig ein bisschen was treffen. Scharfzahn schlechter. Aber wenn ich Scharfzahn gemocht hab, du Arsch! Oh mein Gott, er hat eine dumme Deppenpeitsche. DDP. Wow. Und er verliert einen Haufen Krams, der mir gefallen könnte. Ja, Fisch. Irgendwer von euch verkauft doch bestimmt auch Teleportschriftrollen. Und wenn es der Quarkkeks ist. Schön, der Quarkkeks? Nein. Aber du. Naja, Glücksspiel. Da kann man sehr gute Sachen kriegen, aber meistens kriegt man Schrott. Deswegen mache ich das nie. Habe ich bei Diablo 2 wirklich nie gemacht. So. 170? Ja. Tausche ich aus. Tausche ich aus. Muss sein. Reparatrörösen. Leg ein bisschen was in den Schatz. So. Wollte ich noch was machen? Ja, zurückgehen und die restlichen Sachen holen. Da war ja noch so eine legendäre Stachelkeule. Ja, und jetzt haben wir so eine schicke blaue Rüstung. Ich war der Meinung, man hatte da irgendwie ranzoomen können bei Diablo 2. Auch wenn es dann nur noch pixeliger wurde. Ich wollte euch die Rüstung nämlich gern mal etwas mehr aus der Nähe zeigen. So, Shabari, wir sind noch lange nicht fertig. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie so eine scheiß Stachelkeule legendär sein soll, aber... 13 bis 25 als Basiswert ist schon mal ziemlich fesch.
Ach, bleib doch hier. Wenn ich eins hasse in Spielen, dann sind es Gegner, die vor mir weglaufen, anstatt mit mir zu kämpfen. Ich find's okay, wenn ich mal weglaufen muss, weil der Gegner vielleicht zu stark ist. Okay. Ich habe auch erst mal angefangen, Dark Souls zu spielen. Muss ich mal ausprobieren, wie schlimm dann das zum Beispiel wird. Vielleicht ändere ich dann meine Meinung. Los, kommt rein. Ich habe das Tor geöffnet. Oder kommt raus? Ich habe keine Ahnung. Das war vielleicht der Lieferanteneingang. Ach, das sei da oben. Ja. Komm, hör auf. Ein kleiner Zauber, magisch. Natürlich. Ja, nimm das Gold. Gold oder die Axt durchs Gesicht. Deal or no deal? Kleiner Zauber wirklich in kleinem Format? Bautz. So. Wieder dieses Riesendrinozeros. Na, mit Erfahrungspunkten und Beute lassen die sich hier wenigstens nicht so lumpen. Glas. Jetzt haben sie schon den Unterschied zwischen Glas und Topf verwechselt, hä? Naja, war auch Käfer mit Moränen verwechselt und so. Ah, zwei von denen gleichzeitig ist doof. Da kriegt man die doppelte Portion Feuer ab. Und ich hasse es, wenn sie sich teleportieren. Ich bin überladen. Ja, sieht so aus, Gernotle. Ich kann nicht noch mehr tragen. Gut, gut, gut. Mala, bist du vielleicht da mit den Schriftrollen? Ja, und der liegt eigentlich hier schon tagelang rum und macht gar nichts. So ein Penner. Nein. Den Rest muss ich noch identifizieren, aber das hier schon mal. So, 17 ist gut. Tiny Boy. So, Lazuk. Hast du was mit Lazarus zu tun? Ja, gefällt mir jetzt nicht so. Ja, hat auch noch Ladungen, die sich abnutzen. Nee. Das wäre geil, würde ich Zweihandwaffen verwenden, aber tue ich ja nicht. Vielleicht beiße ich mir irgendwann in den Arsch, weil ich das jetzt nicht genutzt habe. Na, da ist immer noch alles voll. Er hatte lange Brise. Da kann er eigentlich mal weg. Ich weiß nicht, ob ich mir das ganze gesockelte Scheißzeug jetzt eigentlich aufheben soll oder nicht. Weil eigentlich belegt es ja im Moment nur Platz. So, zurück ins Eishochland, starker Heiltrank. Und. Oh! Hier geht aber die Party. DJ Sukor Benot legt auf. Ja, das war ein Dämon, der tatsächlich ein Eunuch war, also sozusagen. Na? Der schleudert sich da oben ein und dann spuckt der Feuer und hört gar nicht mehr auf. Schrecklich, schrecklich, diese Dämonen. Höchst verwerflich, deswegen sind denen auch überall Haare gewachsen und zwar so lange. Lasst den Teleport-Scheiß, Mann, ihr Pussys. Entweder wir kämpfen oder wir lassen es sein, aber eine Mischung gibt's nicht. Oh, da kommt irgendwas auf der Karte, ich sehe es schon. Oh. Oho. Abaddon? Was? Abaddon der Zerstörer? Alias Apollyon, König der Dämonen. Zerquetschor. Zerquetschor, der Knäckebrotesser. Aber nicht von Vasa, das ist ihm zu hart. Hardcore. Hardcamp Baby mit HP Baxter. Ich glaube, da heißt den echt nicht so. So ein Blender.
Uiuiuiui. Lass den scheiß Teleport-Kacke-Dingens Dreck und... Ich werde euch in meiner Hand zerquetschen. Euch oder eure Nüsse oder euer Gehirn, was euch lieber ist, aber Hauptsache ihr seid danach tot. Ja, nach Nüsse zerquetschen muss man auf jeden Fall tot sein. Ah. So. Ach, hört doch auf damit. Schaut doch mal auf die Propanrechnung. Gut. Und nu? Sehen Sie demnächst Gernot stirbt vor Langeweile? Oh, die Ausdauer. Gernot, du warst doch pumpen. Oder wie man so bei uns sagt, gehische Bumbe. Wieder das Whey-Protein-Pulver vergessen, hä? Oh. Oh, schöne Truhe. Ich bin überladen. Ja. Gut, wenn man überladen ist, schmeißt man am besten alles durch die Luft. Ich kann nicht noch mehr tragen. Guck mal, Gernot kann jonglieren. Moment, ohne Karte nochmal. Ui. Okay, ich hör auf. Ich kann nicht noch mehr tragen. Ja, ach, passt doch nicht mal mit der Kampfstab. So, jetzt aber. Ach, so viel Beute. Und viel zu viel Tränke. Ich glaube, ich verkaufe doch mal ein paar. Guten Abend. Gute Nacht. Aber das Lied hatten wir auch beim letzten Mal schon mal. Oder wann war das? Ja. Wäre ich ein Magier, hätte ich einen ätzenden Kampfstab. Mann, wie ätzend. Ja, dann schmeiße ich wohl einfach mal die schlechteren Heiltränke raus. So. Ja. Okay. 50 zu Angriffswert. Nein, das will doch keiner. Ja, sieht das nicht schick aus, diese blaue Rüstung? Okay, ihr dürft ruhig in die Kommentare schreiben. Nein, es sieht nicht schick aus. Bei mir herrscht Meinungsfreiheit. Auch wenn das Grundgesetz immer mit Füßen gedreht wird, eine Zensur findet nicht statt. Hahaha. Oh nein, ich werde schon wieder zu politisch. Nein, konzentrieren wir uns auf das Spiel. Es macht ja Spaß. Na? Habt ihr schon wieder Mittag gemacht? Nee, Feierabend eher. Da ist es ein bisschen dunkler. Ja, hier geht's einfach immer weiter. Dann werde ich mal zurückgehen und Abaddon abchecken. Schauen wir bei Abaddon den Zerstörer vorbei. Oh, scheiße, was hat mir eben so viel Schaden gemacht? What? Naja, zum Glück war ich ja eh gerade auf dem Weg weg. Jabari, du Vollidiot. Hä? Da bist du ja noch, aber du wirst mir nicht mehr angezeigt. Alter? Was? Hat der neueste Patch noch mehr Bugs, von denen ich wissen sollte? Ach nee, ist ja nicht mehr der neueste. Ich habe ja neu installiert. Oh, sieht ja aus wie bei Doom. Doom 3, so ein bisschen. Treffen wir hier jetzt einen, den wir platt machen sollen? Blutfürsten. Mal richtig geile Minotauren. Ein neues Modell. Und ansonsten sieht's so nach Hölle aus, wie halt bei Diablo 3, ne? Diablo 2 natürlich. Diablo 3. Diablo 3 habe ich ja noch nicht mal durchgespielt bisher. Na, da sind sie ja. Oh, Schlitzer, keine Stab. Oh nein, jetzt kommt auch noch ein grüner Arsch. Die haben hier überall ekelhafte Dämonenärsche. Was ist mit den Sukubi aus Diablo 1? Die hatten schöne Ärsche. Aber jetzt kommen hier Wabbelmutanten. Oh Mensch. Dugel. Halb Dämon, halb Kugel. Ah. So, Zerreißer zerrissen. Ich wusste jetzt nicht, ob wir überhaupt hierher sollten oder ob das optional ist. Haben wir einfach mal gemacht.
Na toll, ist ja schon wieder alles voll. Jetzt haben wir hier so einen grünen Haufen.